Was für ein Fußballfest im ganzen Land. Und auch wenn wir früher ausgeschieden sind als erhofft, war die EM bei uns doch ein voller Erfolg. Also auch wirtschaftlich. Eine super Image-Kampagne, Millionen Investitionen und hunderttausende Fans aus anderen Ländern mit lockerem Geldbeutel. Da klingeln doch die Kassen. Tatsächlich geklingelt hat es aber nur bei einem, der UEFA, dem Europäischen Fußballdachverband. Einen Gewinn von mehr als 1,7 Milliarden Euro hat die UEFA selbst als Zielmarke ausgerufen. Super für die UEFA, aber die hat ja auch die ganze Arbeit, trägt sonst alle Kosten, oder? Nein, in Wahrheit haben wir einen Großteil der EM bezahlt mit unseren Steuergeldern. Apropos Steuern, die hat die UEFA auch kaum bezahlt, aber mehr dazu später. Wie viel hat uns die EM am Ende gekostet? Das wollen wir uns in diesem Video mal genauer anschauen. Konkret geht es um den Einsatz von Polizei und Rettungsdienst, die Kosten für die Städte und den Profit für die Wirtschaft. Sicherheit ist die Aufgabe des Staates und kostet viel. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat mir geschrieben, in ganz Bayern hat die Polizei während der EM insgesamt knapp 38.000 Polizeibeamte eingesetzt. Die Kosten dafür könne man aber unmöglich kalkulieren. Ich probiere es trotzdem mal. Zum Vergleich. Die Stadt Bremen streitet seit Jahren mit der Deutschen Fußballliga, wer die Kosten für sogenannte Hochrisikospiele übernehmen soll. Das sind Spiele, bei denen ein erhöhter Sicherheitsbedarf besteht und mehr Polizisten im Einsatz sind. Das Urteil am Bundesverfassungsgericht dazu soll noch in diesem Jahr gesprochen werden. Im Kern geht es um die Forderung der Stadt von 415.000 Euro pro Spiel. Allein für die insgesamt 6 EM-Spiele in München wären das rund 2,5 Millionen Euro nur in Bayern und auch nur rund um die Stadien. Dazu kommen noch knapp 350 Public Viewing-Veranstaltungen, auch nur in Bayern. Alles Kosten, die der Staat übernimmt, also wir. Zur Sicherheit gehört natürlich auch der Einsatz der Rettungsdienste. Am Stadion in München und allen Fanfesten zusammen hatte zum Beispiel das Bayerische Rote Kreuz während der EM mehr als 1000 Einsatzkräfte mit über 10.000 Einsatzstunden. Und das alles ehrenamtlich. Das BRK zieht aber eine absolut positive Bilanz. Für die Sanitäterinnen und Sanitäter sind Einsätze wie dieser ein absolutes Highlight und die beste Werbung für das Ehrenamt. Und im Gegensatz zur Polizei schickt das Rote Kreuz am Ende der EM eine Rechnung an die UEFA und die zahlt eine entsprechende Aufwandsentschädigung, die unter den Ehrenamtlichen verteilt werden oder zum Beispiel für ein neues Fahrzeug ausgegeben werden kann. Wie hoch der Betrag ist, bleibt geheim. Aber immerhin, hier beteiligt sich die UEFA. Warum geht das nicht bei den Kosten für die Polizei? Oder bei den Aufwendungen für die Städte? Zum Beispiel München, sogenannte Host City mit Stadion, gigantischen Fanfesten und Public Viewing-Veranstaltungen. Während der EM kamen 600.000 Fans aus dem Ausland in die Landeshauptstadt. Die Stimmung war super, sagt die Stadt, aber das alles war auch ein großer Aufwand. Müllabfuhr, Kosten für die Infrastruktur und so weiter. Mehr als 20 Millionen Euro hat die EM allein die Stadt München gekostet. Natürlich ist es kein Geschäft für uns. Es wird so ein für uns als Stadt. Das ist aber auch nicht die Absicht gewesen. Der Münchner OB ist voll zufrieden mit der EM, der Stimmung und der positiven Außenwirkung. Das ist, glaube ich, ein Event, das jeden Euro wert ist. Für den Imagewert dieser Stadt ist es im Grunde unbezahlbar. Aber ich glaube, auch für den Imagewert des Fußballsports ist es unbezahlbar. Aber bezahlt werden muss es am Ende trotzdem, und zwar von uns. Ein Argument, das immer wieder kommt, es gibt doch so eine hohe Wertschöpfung für die Wirtschaft durch so ein Turnier. Auch hier habe ich mal nachgefragt. Der Einzelhandel ist zufrieden. Knapp 200 Millionen Euro wurden in Bayern umgesetzt. Beamer, TV-Geräte oder Sportartikel. Von einer EM-Euphorie könne aber keine Rede sein. Auch der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA freut sich. Auch wenn es natürlich immer zu Verdrängungseffekten kommt und nicht automatisch die Umsätze steigen, hat doch die EM jetzt ein bisschen was von dem schlechten Wetter in der Außengastronomie kompensiert. Klingt auch nicht so richtig euphorisch. Der VBW, die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, schreibt uns bei aller Zufriedenheit mit der EM ernüchternd. Auf das Gesamtjahr gesehen sind durch die EM keine relevanten gesamtwirtschaftlichen Effekte zu erwarten. Also das Wirtschaftsargument ganz schön verpufft. Zurück zur UEFA. 1,7 Milliarden Euro Gewinn müssten doch zumindest eine Menge an Steuern in die Staatskasse spülen. Nein.
Denn die UEFA hat eine geheime Abmachung mit der Bundesregierung über Steuererleichterungen und teilt mit, dass im Zusammenhang mit der Euro 2024 von der UEFA und deren Tochtergesellschaften in Deutschland ca. 65 Millionen Euro Steuern entrichtet werden. Das entspricht einem Steuersatz von gerade einmal 3,8%. Was hat uns die EM also gekostet? Fast alles. Die UEFA kassiert 1,7 Milliarden Euro und den Löwenanteil der Kosten tragen wir mit unseren Steuergeldern. Sicherheit, Infrastruktur und dazu keine echte Wertschöpfung für die Wirtschaft. Und das Geschäft läuft immer nach dem gleichen Muster. Die UEFA sagt einem potenziellen Austragungsort, wenn du die EM willst, dann verzichte auf Steuern und trage selbst die meisten Kosten. Das sind keine einfachen Verhandlungen. Es ist auch keine einfache politische Diskussion, weil der Einwand natürlich berechtigt ist. Aber es gibt ja dann nur take it or leave it. Man macht's oder man macht's nicht. Ich habe noch keinen anderen Veranstalter gefunden, der quasi Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften abhält. Begeistert muss man da nicht sein von der Konstruktion. Und wie begeistert seid ihr von der EM? Fußballfest oder nur Milliardengeschäft für die UEFA? Oder beides? Schreibt's mir in die Kommentare.